Nun Romana Deckenbacher, die wir heute schon einmal gehört haben. Und liebe Gäste hier im Haus. Jeder von uns, der Nachrichten liest oder hört, muss leider feststellen, dass wir politische Unruhen haben, dass wir vor globalen Herausforderungen stehen und Konflikte. Und innere und äußere Sicherheit, humanitäre Hilfe, aber auch internationale Friedenssicherung haben mehr denn je an Bedeutung gewonnen. Und auch die aktuellen Kriegsschauplätze können auch für unsere nationale Sicherheit eine Bedrohung darstellen. Und um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, braucht es ein modernes, schlagkräftiges und bestens ausgerüstetes Bundesheer. 4,5 Millionen Euro werden in diesem Budget veranschlagt. Ein Rekordbudget. Und noch nie zuvor hat das österreichische Bundesheer über ein derartiges Budget verfügt. Unzählige Investitionen werden getätigt in Ausrüstung, in Waffengattungen, Infrastruktur. Aber damit diese moderne Ausrüstung natürlich auch bedient werden kann, braucht es qualifiziertes Personal. Wir haben es heute schon gehört. Und ich möchte an dieser Stelle eines erwähnen, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen, eine Wertschätzung auch für unsere Kolleginnen und Kollegen beim österreichischen Bundesheer ist. Dass es gestern in der Nacht gelungen ist, der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst gemeinsam mit dem Finanzminister und dem Vizekanzler eine entsprechend faire Gehaltserhöhung zu verhandeln. Das österreichische Bundesheer ist einer der größten Arbeitgeber in Österreich, bietet eine Vielfalt von unterschiedlichen Berufen, begonnen von der Technik über Logistik und Medizin. Und es gibt alleine 35 verschiedene Lehrberufe, die hier erlernt werden können, vom Tischler bis zum Luftfahrzeugtechniker. Aber damit man sich auch für eine Karriere im österreichischen Bundesheer entscheidet, braucht es auch in Bezug auf Personalgewinnung und Personalbindung Schritte. Und vieles ist hier schon passiert. Ich möchte einige erwähnen, wie zum Beispiel Bataillon X oder 24 Stunden Milag. Diese bieten eine perfekte Gelegenheit für Interessierte, Einblicke in den Alltag, in die Aufgaben von Soldatinnen und Soldaten aus erster Hand zu erhalten. Oder auch der Slogan, sei unser Backup, wirbt das österreichische Bundesheer für Personal im Cyberbereich, der zunehmend wichtige Rollen spielen wird. Ja, und es gab auch den Girls' Day. Hier werden in Kasernen in Österreich für junge, interessierte Frauen die Türen geöffnet, um das österreichische Bundesheer und ihre Aufgaben näher zu bringen. Und in diesem Jahr waren 5.000 interessierte Frauen und Mädchen bereit, sich darüber zu informieren. Und seit April besteht auch die Möglichkeit, für Frauen den freiwilligen Grundwehrdienst zu absolvieren. Ja, und für jene, die am Nationalfeiertag in Wien waren, glaube ich, haben alle gesehen, was unser österreichisches Bundesheer fähig ist zu leisten. Ich glaube an Österreich. Glauben wir auch an das österreichische Bundesheer. Danke. Die Gewerkschafterin Romana Deckenbacher macht Werbung für das Bundesheer als Arbeitgeber, vor allem in qualifizierten Bereichen wie zum Beispiel Cyber und Informationstechnologie werden qualifizierte Mitarbeiter dringend gesucht. Jetzt fehlt es nur noch dann daran, diese auch ihrer Tätigkeit entsprechend zu bezahlen.